Willkommen zurück. Wir sind jetzt kurz davor, MC Rich Tiberius in seinem Tempel flachzulegen, und zwar auf eine äußerst unsanfte Art und Weise. Und nachdem uns gestern im Livestream die Leviten gelesen hat, versuchen wir dasselbe mit ihm zu tun heute. Karma the Ranger, und an dieser Stelle sind wir jetzt auch gerade. Skull and Watch, das hätte ich echt gerne, das Pet. So. Jetzt müssen wir erstmal hier noch die ganzen Ads umnieten. Das wird auch lustig. Aber no pain, no gain, und wir wollen ja ungern den ganzen Mummies hier und den Skeletten an Witch Tiberius begrüßen. Wir haben da schon lieber gerne ein Einzeldate, zumal er eh seine Anstandsdamen noch herbeiruft. Und ja, bevor es da einen Kampf geht, muss ich mir dann auch nochmal gut überlegen, wie die Taktik gegen ihn aussehen soll. Gestern bin ich ja davon ausgegangen, dann am besten Full Damage auf ihn zu machen. Die Damen hatten allerdings gestern auch nicht so viel Resistenzen und haben noch ziemlich viel einstecken müssen, so wie ich jetzt gerade. Daher muss ich mal einfach gucken, wie ich das ganze Ding fahren kann. Und Rampage ist auch die Frage, ob das wirklich Sinn macht weiterhin, wenn ich da etwas skeptisch. Ich habe mich so sehr über ein AOE gefreut, dass ich halt hier Rampage reingepackt habe. Macht weder wirklich viel Schaden, noch nutze ich es häufig. Das sind halt Fragen über Fragen. Schön wäre ein Buff, der mir irgendwie die Fokus-Regeneration beschleunigt. Ich habe Schadensbuff, aber das bringt mir relativ wenig jetzt. Ansonsten weiß ich auch nicht, ob ich nicht noch mehr hätte reinpacken können. Genau, Rotation Error hatte ich schon mal getestet. Bringt mir aber auch nichts. Also ich bräuchte eigentlich schon noch etwas irgendwie, was AOE-technisch halt hilfreich ist. Wobei, das waren jetzt auch einfach zu viele. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so viele Ads gezogen habe. Was da der Auslöser dafür war. Für die Aggro. Ich will doch nur spielen. Ja, da kommen sie halt alle. Das ist halt aber auch der Sinn. Da kommen halt einfach alle. Assis. War gut. Kannst du stehen, dass sie da angepisst sind? Wenn ich hier den Bückling machen müsste für Rich Tiberius, wäre ich auch sauer. Aber verstehe ich trotzdem nicht, weil ich gestern eigentlich relativ wenig Probleme hatte mit denen. Aber vielleicht hatte ich auch einfach ein bisschen Glück. Ah, da liegt der fast und jetzt liege ich schon wieder. Ja, also so ein Solo-Run kann natürlich stellenweise auch mal frustrierend sein, vor allem wenn das dann jetzt zwischendrin immer wieder mal von so Ads gebremst wird. Nichtsdestotrotz, das macht es mitunter dann auch aus. Umso mehr freut man sich dann am Ende, wenn man das Ganze dann auch gepackt hat. Und auch hier habe ich wieder einiges gelernt, zumal ich gezwungen worden bin, dann auch mal meine neuen Skills abzuholen. Da hatte ich stellenweise Skills, die ich schon mit Level 17 bekommen hätte. Beim Tactical Instructor. Also ihr müsst hier trotzdem immer noch zu so einem Lehrer und euch dann die Tactics kaufen, in Form von Büchern. Und wir haben jetzt halt auch eben das zweite Skill Deck und auch hier wieder ein bisschen was gelernt einfach. Und das ist schon Gold wert. Das zahlt sich dann aus und wird sich auch in den nächsten Dungeon Runs dann auch positiv niederschlagen. Und ich hoffe, wir werden jetzt Witch Tiberius gleich auch positiv niederschlagen. Und ich überlege jetzt kurz nochmal, welche Strategie ich denn eigentlich jetzt beim Fahren möchte. Ich vermute mal, das Sinnvollste wäre es erstmal einfach einen Kampf zu gehen, zu gucken, wie ich jetzt mit dem zweiten Skillset hier zurande komme. Ob ein Full Damage auf ihn nicht ausreicht. Wenn ich Glück habe, sterben die Ads, wenn er auch stirbt.
Nee, ich probiere es andersrum. Ich greife ihn an, wenn die Ads kommen. Greife ich die Ads an. Versuche sie umzunieten. Hoffe, Rampage fuckt ab und zu mal irgendwie einen Quit. Und ich habe dann nochmal Zeit in der zweiten Phase auf ihn drauf zu gehen. Diesmal habe ich einen Dot. Den hatte ich gestern nicht. So. Feuer frei. Und gleich Dot hinterher. So, komm, pack das Ding aus. So. Jetzt kommen die gleich. So, Fokus erstmal erhöhen. Wenn die jetzt hier kommen. Genau, hier sind sie. Ja, die vertragen nicht viel. Und der Rampage, hier macht sich der Rampage bezahlt. Hier macht er sich bezahlt. Das ändert aber nichts. Ich habe trotzdem jetzt gut Energie verloren. Das wird nicht so einfach werden. Trotz... Jetzt leg doch mal. So, hier dort drauf. Heilen, heilen, heilen. Und jetzt gleich den Sniper auspacken. Hier rausgehen. Aber der Sniper muss sein. Jetzt noch hier den Rest auf. Komm schon. Da sterben. Oh, der stirbt. Der stirbt, wenn wir das schaffen. Auf, komm schon. Pack das Ding aus jetzt. Ja, er liegt. Wir sind zwar tot. Ich hoffe, er ist jetzt nicht respawned. Das wäre jetzt natürlich richtig assi. Und ich glaube, ich habe auch keine Bestätigung bekommen, dass ich ihn geschafft habe. Kann auch sein, dass am Ende, wenn er dann down ist, dann nochmal irgendwie was Mieses auslöst. Ah, das wäre jetzt natürlich bitter. Jetzt bin ich erst recht aggro auf ihn. Ja, da steht er wieder, ey. Das ist natürlich besonders bitter. Jetzt warten wir den Cooldown ab auf den Heiltrank. Und jetzt ist erst recht aggro angesagt. So. Was hätte vielleicht besser laufen können gerade eben? Ich sollte, bevor ich diese Sternchen werfe, erst den Swift-Door-Shooting machen, erst Rampage, wenn sie kommen, dann hier mich zurückziehen, dann diese Dinger zünden und los geht's. Zack, dort. So, jetzt dauert's wieder ewig. Hier auf. So. So, da kommen sie. So, das Ding hier auspacken. Hier wieder weg. Jetzt Rampage. Ah, oh, das wird echt knapp alles. So, da ist er wieder. Und nochmal Dot drauf. Sniper. Ich heile gleich, damit ich wenigstens mal auf fast 100%. Das Ding hinterher. Und jetzt komm schon. Stirbt deutlich. Jetzt liegt er. So. So muss das sein. Und gucken wir mal, ob wir spucken können. Nee. Dann verbeugen wir uns. Dauert ein bisschen, bis die Animation kommt. Hat sie jetzt auch ganz gelassen. Macht nichts. Also sehr gut. Karma's a bitch. Du Sackgesicht. Und es gibt nichts Befriedigenderes dann am Ende dann doch. Das war jetzt schon ein sehr hartnäckiger Dungeon. Es gibt nichts Befriedigenderes, als nach so einem Dungeon dann. Halt, halt, halt. Ich will das. Ich will hier erstmal looten. Ich werde jetzt beinahe wieder raus. Ja. Fresh in my cooking goose liver. Ah, Gänseleber. Ja, und das Mage Mystic. Das ist ja schön und gut, aber. Ich bin Ranger. Gibt doch mal irgendwas im Ranger. Ne, Guardian Paladin. Okay. Dann in dem Dungeon nicht, umso wahrscheinlicher ist es, dass im nächsten Dungeon gut aussieht. Ich muss mal ganz kurz jetzt noch schauen, dass ich noch einen Screenshot auspacke. Oder despawnt der. Das ist natürlich auch gut. Nichtsdestotrotz, Rich Tiberius liegt. Wir können uns selbst auf die Schulter klopfen und uns hier rausporten und erstmal feiern gehen. Und ich werde mir angucken, was ich im nächsten Dungeon dann veranstalten kann. Ich hoffe, es gibt noch einen zweiten 20er Dungeon. Ich glaube, es gibt einen. Jetzt gucken wir mal. Ranger Ring, Ranger. Ja, das ist der Ranger Ring. Spellboard 66, Balance 8, Hastery, Hit Rate 6. Ja, den können wir gut gebrauchen. Wir haben ja nur noch so einen billigen Ring drin als Zweitring.
Und ich muss euch echt sagen, klar, ich spiele aktuell jetzt hier in Korea, aber ich freue mich trotzdem immer noch wie ein Schneekönig darauf, wenn das Ding hier endlich in Europa erscheint. Ich kann es gar nicht erwarten. So. Das war jetzt echt gute Arbeit, ein gutes Stück Arbeit. Das hat aber auch Spaß gemacht. Stellenweise hatten wir Pech, stellenweise hatte ich aber auch viel Glück. Und trotzdem hoffe ich, dass es euch insgesamt auch Spaß gemacht hat, dass es nicht langweilig war für euch, sondern interessant war, einfach zu sehen auch, wie es der Dungeon aussieht. Im Grunde genommen machen wir zwei Dinge oder mehrere Dinge. Wir mit den Solo-Ones zum einen eben herausfinden, was ist effizient für die Klasse, welche Skills kann sie wie einsetzen. Dann aber auch zu gucken, okay, wie sehen die Dungeons denn überhaupt aus? Wie sehen die Bosse aus? Wie sehen die Mechaniken aus? Wie sehen die Gegner aus? Und was können wir vielleicht zähmen? So wie die Geister. Die Geister waren die einzigen, die wir haben zähmen können, aber ich finde auch, sind mitunter die spektakulärsten hier drin. Ich danke euch auf jeden Fall wieder mal fürs Reinschalten und ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen das nächste Mal dann beim Livestream. Dicke Credits gehen raus an Antiaco, an Kane und an Manuel, die jetzt immer häufiger auch bei mir im Channel unterwegs sind. Das feiere ich sehr, ich freue mich sehr darüber, selbst wenn wir jetzt so eine Mini-Community aktuell sind. Aber also mein Herzblut liegt ganz stark auch natürlich neben allen nach vielen anderen Games, aber im MMORPG-Genre und im RPG-Genre. Wenn ihr auch solche Nerds seid oder einfach da in dem Bereich einfach sehr gewieft involviert seid oder halt eben einfach auch Interesse mal dran habt und euch mal fragt, okay, ist ein MMORPG was für mich? Ist irgendeins für mich vielleicht speziell sehr, sehr praktisch und gut? Kommt zu uns, kommt in die Livestreams, unterhaltet euch mit mir und mit den anderen und tauscht euch aus. Das ist Nerd Universe. Und ich danke euch auf jeden Fall für den Support. Habt ein schönes Wochenende. See you next time.